So, wir sehen, du machst hier eine Menge Bubenzauber. Wir hoffen, dass sich das auch jetzt gleich in Wohlgefallen auflöst. 10 Minuten, hast du was vorbereitet? Ja. Perfekt. Bühne frei für David Ose. Gollum, Gollum, wo ist er? Mein Schatz, mein Datensatz. Was denn für Daten? Smeargol hat gar keine Daten. Oh doch, unsere Forschungsdaten. Wie lange haben wir schon im Nebelgebirge gehaust? Wir wissen alles über die Stolle der fetten Orks. Jetzt ist er weg. Sie haben uns den Schatz gestohlen. Aber hast du denn kein Backup von den Forschungsdaten? Nein, törichter Gollum. Mit der 3-2-1-Regel wäre uns das nicht passiert. Was ist die 3-2-1-Regel? Wir brauchen 3 Kopien von unseren Forschungsdaten. 3 Ringe, den Elbenkönig. Wir speichern die Kopien auf 2 verschiedenen Speichermedien. Zum Beispiel auf der Festplatte und in der Cloud. Cloud? Geklaut? Sie haben uns den Schatz geklaut. Ruhig jetzt! Wir bringen die Kopien an mindestens einen anderen Standort. Wie wäre es da mit dem Auenland? Nein, nicht zu den tückischen Hobbits. Falsch. Sie dürfen ihn nicht finden. Aber kennst du denn nicht die FAIR-Prinzipien für gutes Forschungsdatenmanagement? Nein. Was bedeutet FAIR? Ist es ein Rätsel? Gollum liebt Rätsel. Smeargol mag Rätsel auch. Sag, was bedeutet FAIR? FAIR steht für Findable, Accessible, Interoperable und Reusable. Ein Akronym. Fair enough. Doch, was heißt das jetzt alles? Findable bedeutet, dass die Daten auffindbar sind. Dafür brauchst du eine saftige Beschreibung der Daten in den Metadaten und eine stabile Adresse. Ein Link, sie zu knechten, sie alle zu finden. Accessible meint, dass klar geregelt ist, wer auf die Daten zugreifen darf. Meine Daten, niemand darf sie sehen. Tückisch, falsch. Aber du solltest deine Forschungsdaten mit anderen teilen. Nein, doch. Oh. Na gut. Na gut. Accessible Data ist nicht das gleiche wie Open Data. Du kannst den Zugang einschränken, zum Beispiel um persönliche Daten zu schützen. Genau, mein Bewegungsprofil im Nebelgebirge gehört mir allein. Du kannst sagen, dass niemand auf die Daten zugreifen darf. Wie wäre es mit einem Hinweis, du kommst nicht vorbei? Ausgezeichnet. Für die Interoperabilität solltest du Open-Source-Software verwenden und Standarddateiformate. Verdirbt den netten Datensatz. Und für die Wiederverwendbarkeit musst du alles gut dokumentieren und mit einer Datenlizenz versehen. Garstige Dokumentation. Wozu das alles? Damit du selbst nächstes Jahr noch weißt, was deine Forschungsdaten bedeuten.
nochmal mit der stabilen Adresse? Ein Persistent Identifier ist ein digitales Etikett für ein digitales Objekt, das sich nicht verändert, selbst wenn die Dateien den Namen oder Speicherort verändern. Für Paper kennst du wahrscheinlich die Digital Object Identifier. Und für Forschende gibt es die Open Researcher and Contributor ID oder kurz ORCID. Was sagst du? ORCID? Fette Orks! Töte sie! Töte sie beide! Nein, ORCID! Mit C. Die ist sehr nützlich, wenn du einen sehr häufigen Namen hast oder wenn du deinen Namen änderst oder wenn du eine gespaltene Persönlichkeit hast. Was sagst du da? Mit wem redest du? Redest du mit mir? Führst du Selbstgespräche? Nein, doch. Oh. Sieh mal, dieser Mensch da drüben. Puh. Sieht es nicht saftig aus? Nein, Gollum, raus. Wir essen keine Menschen. Menschenfleisch hat eine ganz schlechte Klimabilanz. Das kannst du deinem Zahnarzt erzählen. Nur einmal beißen. Ruhig jetzt. Nicht jetzt, mein Schatz. Konzentriere dich aufs Forschungsdatenmanagement. Am besten schreiben wir erstmal einen Forschungsdatenmanagementplan. Garstige Bürokratie. Niemand braucht einen Forschungsdatenmanagementplan. Oh doch, der ist sehr nützlich. Er hilft uns bei der Planung. Außerdem müssen wir einen Datenmanagementplan schreiben, um Forschungsmittel zu bekommen. Das ist Erpressung. Falsch, Gollum. Falsch. Es ist nur zu unserem Besten. Sieh mal. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat eine Checkliste veröffentlicht mit 6 Punkten. Warum nicht 7? 7 den Zwergen in ihren Hallen aus Stahl. 6 Punkte reichen aus. Schau. Wir beschreiben die Daten, wir planen die Dokumentation, wir regeln technische und rechtliche Rahmenbedingungen. Wir klären die Zugänglichkeit der Daten und wir legen fest, wer wofür verantwortlich ist. Mein Schatz, er gehört mir. Wir brauchen ihn, Gollum. Das kannst du ja in den Datenmanagementplan reinschreiben. Wir könnten sie es tun lassen. Wer soll was tun? Meine Freunde in den Konsortien der nationalen Forschungsdateninfrastruktur, die können uns helfen, den Forschungsdatenmanagementplan zu schreiben. Meine Freunde in der NFDI und in der Deutschen Forschungsgemeinschaft, in der Universitätsbibliothek und im Hochschulrechenzentrum, die helfen uns bestimmt. Freunde. Du hast gar keine Freunde. Du bist gemein. Niemand mag dich. Geh weg. Ich soll weggehen. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Wo wärst du denn ohne mich? Gollum, Gollum, ich habe uns gerettet. Ich war das. Wir haben in der Wissenschaft überlebt. Nur wegen mir. Das ist jetzt vorbei. Was sagst du da? Die nationale Forschungsdateninfrastruktur passt jetzt auf uns auf. Was meinst du? Verschwinde und komm nie wieder.
verschwinde und komm nie wieder. Nein! Verschwinde und komm nie wieder. Wir haben ihm gesagt, dass er weggehen soll. Und weg ist er, mein Schatz. Smeargol ist frei.